Jürgen Hassler, seit mehr als einem Jahr beschäftigen Sie sich mit der Frage Ball des Sports und der Planung Ball des Sports 2015. Wie wird denn der Ball des Sports 2015? Worauf können wir uns freuen? Also er wird funktionieren, er wird klappen. Im Gegensatz zu dem, was ich das letzte Mal, glaube ich, gesagt habe oder gedacht habe, dass noch nicht alles geklärt ist. Wir sind auf einem guten Weg in der Schlussrunde. Ja, er wird sensationell. Wir werden wieder Sport zum Anfassen machen. Es wird, glaube ich, eine sehr hochwertige Ballarena geben, in der die Inszenierung stattfindet. Wir freuen uns drauf und haben auch noch Luft für die letzte Runde. 100 Meter, roundabout 100 Meter mal 40 Meter wird diese mobile Halle, diese mobile Ballarena, 1600 Gäste werden drin sitzen. Was passiert da drin? Also einmal beherbergt auch die Ballarena natürlich die gesamte Infrastruktur, die wir für so viele Gäste benötigen. Es fängt von den Garderoben an, geht über die Akkreditierung, der rote Teppich ist innen drin, die Tombola. Und in der Ballarena selber haben wir Sport hautnah zu erleben. Schwerpunkt wird Klettern sein. Das ist einmal, was ich gelernt habe, Bouldern, Vorstiegsklettern und Speedklettern. Und das zusammen in einer Halle wird, glaube ich, einmalig werden. Jetzt können wir uns alle vorstellen, dass Sie das nicht alleine machen. Aber wie sehr sind Sie selber schon involviert in diesem ganzen Thema und auch all den Auflagen, die es für den Bau und für das Errichten einer solchen Halle und einer solchen Veranstaltung gibt? Wie sehr sind Sie da selber schon involviert? Das ist eigentlich ein Parallelprozess. Das heißt, vor einem Jahr haben wir uns überlegt, was geht. Und was geht heißt einerseits, was ist wirtschaftlich darstellbar, was ist organisatorisch darstellbar und was können wir kreativ machen. Und die drei Stränge sind parallel zu verfolgen. Alles drei habe ich in meinem Kopf und das Schwierige an dem ganzen Prozess ist, dass es eigentlich nach dem zweiten Tag keinen Point of Return mehr gibt, weil wenn die Maschine einmal läuft, läuft sie. Und insofern, ich bin wirklich in allen Details drin, stehe auch für alle Details gerade mit meiner Leidenschaft. Und ja, mein Team, festes Team von ungefähr 20 Mitarbeitern, hilft mir. Wir werden das so realisieren. Trennen wir diese beiden Stränge mal ganz kurz voneinander. Wie kompliziert ist der ganze Behördenkram bei einer solchen Veranstaltung? Der ist kompliziert, aber auch sinnvoll, weil am Ende des Tages wollen wir alle nicht, dass, falls irgendetwas passieren sollte, dass wir keine Maßnahmen ergreifen können. Insofern, es ist kompliziert, aber da wir seit Jahren mit den Behörden hier zusammenarbeiten, gibt es auch einen bestimmten Verlass aufeinander und wir sind keine unlösbaren Probleme dabei. Aufs Künstlerische geguckt, was erwartet uns künstlerisch an dem Abend? Etwas Wundervolles, da gehen wir jetzt ran, da freue ich mich echt drauf. Das ist für mich immer die Belohnung, dass nach 10 Monaten der harten Arbeit mit Behörden, Planung, Organisation jetzt der Kopf frei ist. Und was wir machen wollen, ist Sport filmisch sehen. Und das wird ein großes Abenteuer werden in Zusammenhang mit Klettern. Sie haben vorhin, es geht ja nicht nur beim Sport um das Who is Who des deutschen Sports, sondern auch bei der Inszenierung. Sie haben vorhin ein bisschen in der Pressekonferenz Einblick gegeben, wer alles beteiligt sein wird. Schildern Sie es nochmal bitte. Das ist einmal Volker Walker, einer der bekanntesten Sportregisseure Deutschlands. Dann ist es der Lichtdesigner Jerry Appel, der unter anderem für den Eurovision Song Contest das Lichtdesign in Baku und in Düsseldorf gemacht hat. Dann haben wir Schwarzkopf TV, die mit The Voice und Sing My Song zahlreiche Preise eingesammelt haben. Und den Choreografen von Helene Fischer, das ist Marvin Smith, der uns bei dieser filmischen Umsetzung von Sport helfen wird. In den letzten Jahren gab es pur Udo Jürgens. Wer spielt dieses Jahr um Mitternacht? Jan Delay, aber diesmal in einem Clubkonzert, in der Clubatmosphäre, also nicht auf der Hauptbühne, sondern in diesem wunderschönen Gebäude hier im Kurhaus gibt es eine Art Clubkonzert.